Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mal ein komplett anderes Video, als ihr sonst eigentlich von mir gewohnt seid. Auch ein ganz anderes Thema. Aber ich finde, das gehört trotzdem irgendwie dazu, weil ihr seht ja meine Katzen regelmäßig in den Videos oder unsere Katzen besser gesagt. Und ich werde so oft gefragt, ob ich nicht einfach mal die Geschichte unserer Katzen erzählen könnte, wie sie zu uns gekommen sind, warum sie zu uns gekommen sind, wie alt sie jetzt sind, wie lange sie schon bei uns sind. Ja, und ich dachte mir, ich werde diese ganzen Fragen heute endlich für euch beantworten und ich lege auch direkt mal los, wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Simba und Nala sind schon 12 Jahre alt und genauso lange sind sie auch schon bei uns. Allerdings sind sie nicht bei uns geboren worden, sondern auf einem benachbarten Bauernhof hier in der Gegend. Und sie hatten halt auch einen sehr, sehr schweren Start ins Leben sozusagen gehabt. Die beiden sind Ende September 2007 zu uns gekommen. Und ich weiß noch genau, das war ein Samstag gewesen. Mein Vater hat die beiden zu uns hier nach Hause gebracht, weil er zu diesem Zeitpunkt mit einem guten Freund und guten Kumpel auf einen naheliegenden Bauernhof in so einer Halle, so einer Extrahalle, ja, so eine Hobbywerkstatt für Autos halt hatte. Und der Bauer, der dort ansässig war und dem die landwirtschaftlichen Gebiete da alle gehörten, hat sich schon seit einiger Zeit darüber aufgeregt, dass da so viele Katzen rumlaufen und dass das alles angeblich immer mehr wird. Und zu dem Zeitpunkt gab es aber auch schon hier in NRW einen Verein, der dafür gesorgt hat, dass die Katzen halt auch sterilisiert und kastriert werden. Da bräuchte man sich eigentlich nur melden, aber das hat dieser Bauer leider nicht getan, sondern er ist hingegangen und hat die Katzen alle angelockt. Mit einem Transporter dann leider laut seiner Aussage nach Jena verschleppt und dort die Katzen halt wieder freigelassen. Ja, und unter diesen Katzen war tatsächlich auch die Mama von Simba und Nala. In der Halle, wo mein Vater und sein Freund halt da unten rumgebastelt haben an den Autos, oben unterm Dach irgendwo hat die Mama die beiden nämlich geboren und da halt auch ihr Nest sozusagen gehabt. Und die zwei haben dann schon fast 2 Tage lang geschrien, was die Männer halt gehört haben. Und der Freund von meinem Vater ist dann hingegangen und ist dann halt hochgeklettert. Und das ist kein leichter Spaziergang. Also ich weiß nicht, wenn ihr jetzt sowas kennt, so alte Hallen, so vom Bauer und so, da oben ist nichts stabil. Also da muss man echt ganz, ganz vorsichtig sein. Und ja, der hat es aber gewagt. Er hat die beiden dann da oben gefunden und hat die beiden dann runtergeholt. Und mein Vater hat die zwei dann zu uns nach Hause gebracht. Und wie gesagt, ich weiß noch heute 100%, es war ein Samstag und es war ein Samstagabend gewesen, kurz bevor sämtliche Geschäfte hier zugemacht haben. Meine Schwester hatte zu dem Zeitpunkt dieses Zimmer hier, also mein Babyzimmer, und ich hatte das große Zimmer gehabt und wir waren beide in unsere Zimmer gewesen und waren dann noch was am Aufräumen und am Rumwirbeln. Und dann kam mein Vater hier hoch und hat erst meine Schwester dann halt in den Flur gelockt. Meine Schwester ist dann zu meinem Vater gegangen, guckte in den Karton und sie dann direkt zu mir: Komm mal schnell, da sind Babykatzen. Und ich so: Willst du mich verarschen? Das war meine erste Reaktion. Aber genau in dem Moment mauzte Nala noch einmal. Und deswegen bin ich dann doch gucken gegangen. Meine Mama war zu dem Zeitpunkt duschen, kam dann auch aus der Dusche raus und sagte: Was ist denn hier los? Und sah die zwei dann halt auch und sagte: Ach du meine Güte. Ja, und dann hat sie mir direkt Anweisungen gegeben, dass ich sofort Babynahrung hole. Ich habe dann diese Pränahrung, die wirklich die Anfangsnahrung auch für Babys geholt. Und ich sollte
diese Liebesperlenfläschchen holen. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Also das sind so kleine Flaschen, da sind so kleine Zuckerperlen drin, ne? Und diese kleinen Fläschchen sollte ich besorgen. Das weiß ich noch bis heute, weil diese Dinger verdammt schwer zu bekommen sind. Bis ich irgendwann dann in einem Geschäft den Tipp bekommen habe, zu einem Getränkemarkt zu fahren, bei uns hier. Und da habe ich diese Flaschen tatsächlich endlich bekommen und konnte dann wieder, ja, nach Hause fahren. Wir hatten nachher wirklich so eine kleine Fütterroutine von ungefähr alle 2 bis 3 Stunden für die beiden. Simba hat seine Flasche immer radikal leer getrunken. Also der hätte am besten noch 2 Flaschen kriegen können. Aber Nala war immer schon so eine Etappenesserin sozusagen. Das macht sie auch heute noch. Und deswegen hatten wir mit ihr auch immer so ein bisschen Probleme, was das anging. Aber ja, wir haben sie ja auch groß bekommen. Wir hatten überhaupt keine Ahnung, was wir alles machen müssen, wie wir alles machen müssen. Wir wussten nur, wir müssen jetzt so schnell wie möglich auch zum Tierarzt. Das haben wir dann auch tatsächlich direkt am Montag gemacht. Und ich weiß noch genau, ich war zu diesem Zeitpunkt in Ausbildung gewesen. Und meine Ausbildung war eine Dualausbildung. Das heißt, ich habe Praktikas gehabt, ich hatte aber auch Schule gehabt. Und zu diesem Zeitpunkt hatten wir Ferien. Und deswegen konnten wir direkt am Montagmorgen zum Tierarzt mit den beiden. Und die Tierärztin hat natürlich direkt die beiden untersucht. Es war auch soweit alles in Ordnung. Die hat auch direkt gesagt, das, was wir bis jetzt gemacht haben, war auch alles super in Ordnung, alles einwandfrei. Aber wir mussten dann natürlich auch dafür sorgen, dass die beiden natürlich auch eine Verdauung haben. Dass sie halt auch Kaka und Pipi machen. So, und da hat dann die Tierärztin uns damals halt auch gezeigt, wie wir das alles machen können und machen müssen, weil wir mussten halt den Part übernehmen, den eigentlich die Mama übernommen hätte. Die Tierärztin hatte zu diesem Zeitpunkt die beiden auf circa 8 Tage geschätzt. Das heißt, an dem Samstag, wo sie gekommen sind, waren sie ungefähr 6 Tage, 7 Tage alt, also knapp eine Woche sozusagen. Ja, wir waren natürlich dann dementsprechend schon schlauer, wussten, was wir jetzt alles machen können, müssen, sollen mit den beiden, weil, wie gesagt, wir hatten ja absolut gar keine Ahnung, was wir da jetzt machen sollen. Am Anfang hatten wir die beiden halt auch in einer Transportbox drin gehabt, da haben wir mal so eine schöne Decke reingelegt gehabt zum Kuscheln. Aber wir haben die halt auch von Anfang an direkt an einem Katzenklo gewöhnt, also an Katzenstreu. Und da ist meine Mama hingegangen und hat einen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, von Tupperware, diese Brotbehälter, Brotboxen. Die waren damals immer oben so beige und unten so dunkelbraun. Ich blende euch mal ein Foto ein, wenn ich das finde. Dieses Teil haben wir dann umfunktioniert in einem Katzenklo für die beiden Babys. Meine Mama ist auch so ein bisschen schuld daran. Die hat die beiden nämlich immer dazu animiert und denen das halt immer gezeigt. Und Nala hatte da immer so viel Spaß dran gehabt, das da zu scharren, schon als die Baby war, als sie ganz klein war noch, dass Mama das halt immer wieder animiert hat. Und jetzt haben wir natürlich den Salat. Nala hat nämlich gerne so eine Art Scharwan, wenn die dann auf dem Katzenklo sitzt. Schart die erstmal gefühlt 5 Stunden, bis die dann endlich wieder rauskommt. Also da sage ich oft dann auch, um meine Mama ein bisschen zu ärgern, das ist sie dann schuld. Wir haben natürlich dann so nach 3-4 Wochen angefangen mit fester Nahrung, haben das immer erst ein bisschen gemischt mit der Milch. Auch das wurde uns von der Tierärztin damals empfohlen. Und dann haben wir immer weiter die Milch reduziert. Zusätzlich dazu haben wir halt auch Fencheltee den beiden gegeben. Den Tee haben wir immer in die Milch gemixt, weil das die Tierärztin uns auch empfohlen hat für die Verdauung, damit die beiden halt auch eine gute Verdauung haben. Und um ganz offen zu sein, die ersten 2 Wochen stand auch noch überhaupt nicht fest, dass wir die beiden behalten.
Zu dem Zeitpunkt hatten wir nämlich schon einen Kater bei uns gehabt, den wir zu diesem Zeitpunkt auch schon 8 Jahre bei uns hatten. Wir hatten damals zusammen Nachtschichten eingelegt mit den Babys. Ich weiß, wie gesagt, die ersten 2 Wochen hatte ich ja Ferien gehabt. Da habe ich auch viel noch mitgeholfen, gerade auch in der Nacht, die Babys zu füttern und zu machen. Dann haben wir den beiden natürlich auch ganz, ganz viel beigebracht, gezeigt. Alles das, was die Mama halt nicht mehr machen konnte. Und irgendwann sagte dann meine Mama halt auch darauf, ja, wir investieren so viel Zeit da drin, es wäre blöd, wenn wir die beiden halt dann abgeben würden. Und da stand eigentlich schon komplett fest, dass wir die beiden definitiv behalten. Und dann ging es natürlich darum, einen Namen zu suchen. Und wir hatten natürlich alle Mitspracherecht. Das Lustige ist, während ich gerade mit euch darüber spreche, über die Geschichte der beiden, ist keiner der beiden da. Wir haben uns ganz, ganz viele Namen ausgesucht und überlegt und hin und her. Und das war auch ziemlich lange so ein Gesprächsthema und irgendwann fielen dann halt auch die Namen Simba und Nala, aber das war halt nicht so auf Anhieb so ein Bam irgendwie, dass jeder gesagt hat, ja, das sind die Namen. Irgendwie mussten wir mit den Namen erstmal ein bisschen warm werden, keine Ahnung, auch das dauerte dann wieder ein paar Tage. Deshalb waren die beiden tatsächlich die ersten 3 Wochen, die bei uns waren, namenlos. Für uns stand sofort fest, die werden keine Freigänger werden, die werden Hauskatzen bleiben. Die beiden waren so ungefähr 5-6 Monate alt und dann haben wir die 2 zu mir ins Zimmer getan. Ich glaube, dadurch ist halt auch die extrem enge Bindung entstanden zwischen den beiden und mir. Also die haben sich relativ schnell halt auch mich als Bezugsperson gesucht. Das heißt natürlich nicht, dass sie meine Mama nicht mehr mögen oder meine Schwester nicht mögen. Die lieben uns alle. Aber bei mir ist halt trotzdem noch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, so eine etwas engere Bindung, sage ich jetzt mal. Also Nala zum Beispiel liebt es total, Bauchgekraut zu bekommen. Und das kann ich bei ihr anscheinend nicht so gut und deswegen geht sie halt immer zur Mama. Und Tabitha zum Beispiel ist halt so, ja, so diese typische Tante halt einfach. Die kommt dann ab und zu mal, dann wird halt gekuschelt und geknuddelt und gemacht und getan und dann geht sie halt wieder irgendwie. Das sind so typisch diese Rollenverteilungen. Aber trotzdem merkt man bei den beiden halt, dass sie uns halt trotzdem alle sehr, sehr lieben. Ich liebe das, wenn die 2 halt einfach auch zu mir kommen, wenn sie mit mir kuscheln, wenn ich Videos drehe und sie sind einfach dabei. Am Anfang meiner YouTube-Karriere habe ich oft auch diese Szenen rausgeschnitten, keine Ahnung warum, bis dann irgendwie auch ihr gesagt habt, dass ihr diese Szenen total schön findet und ja, die Katzen einfach auch dabei sein sollen. Ja, das war die Storytime rund um unsere Katzen. Unsere beiden bereichern unser Leben mit vielen spaßigen Momenten. Ich glaube, jeder, der Katzen hat, weiß, wovon ich spreche. Es gibt so viele spaßige, lustige Momente. Es gibt so viele schöne Momente mit denen und die möchten wir natürlich absolut nicht mehr missen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht zuzuhören. Mich hat das so ein bisschen wieder zurückversetzt in die Vergangenheit. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut oder geschaut habt. Und ich würde einfach sagen, ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.